Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Nicht wundern, die Sonne kommt und geht, deswegen wird das Licht manchmal heller, dann wieder dunkler. Deswegen, ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Und zwar möchte ich heute mit euch über Artikel 13 reden. Ja, natürlich betrifft es mich ja genauso, da ich eben YouTube mache und Instagram und generell in Social Media, ja, tätig bin. Und ich finde, dass man ruhig seine Reichweite nutzen soll, um solche Sachen anzusprechen und einfach, ja, mit der Reichweite ganz viele Menschen zu erreichen eben. Vorab möchte ich euch sagen, ich kenne mich nicht wirklich mit Politik aus, muss ich ehrlich sagen. Ich schaue Nachrichten, einfach um mich zu erkundigen, was gerade so in der Welt abgeht. Das solltet ihr aber auch tun, denn das ist für mich, also finde ich, sehr wichtig, einfach schon auf dem neuesten Stand zu bleiben, auch wenn man nicht so viel Ahnung hat von Politik oder so, dass sich nicht so krass damit beschäftigt, wie zum Beispiel ich, sollte man trotzdem dann, ja, wissen, was abgeht. Wo ich das allererste Mal von Artikel 13 gehört habe, dachte ich mir erstmal so, okay, what the fuck, das meine ich nicht ernst. Ich habe mich dann so ein bisschen erkundigt, was das überhaupt bedeutet, was würde passieren, wenn Artikel 13 kommt, welche Menschen wollen das und welche nicht, wollen wir das alle, wollen das eben nicht alle. Ich wusste noch nicht die Meinung anderer. Ich habe das nur gelesen, was ungefähr passieren wird, wenn jetzt Artikel 13 kommen sollte. Und da dachte ich mir erstmal, warte mal, das kann doch kein Mensch. Also sorry, ne? Wie gesagt, ich kenne mich nicht aus, aber so, das kann doch kein Mensch feiern irgendwie oder wollen. So, weil das Internet gehört ja schon zu unserem Leben einfach. Man ist ja tagtäglich im Internet. Und wenn man mal ehrlich ist, ist das Internet auch sehr, sehr wichtig für uns geworden. Denn, ja, man kann einfach mit dem Internet kann man einfach so viel möglich machen. Zum Beispiel jetzt ich mache YouTube und habe dann auch eine Reichweite, eine Community. Und sage ich mal, ich möchte jetzt über Mobbing reden. Oder keine Ahnung, oder ich gebe euch Tipps. Ich kann einfach so viele Menschen damit ansprechen. Und das ist einfach mega cool, was man damit, also was man einfach mit so einer Reichweite, ja, anfangen kann. Ja, und dann auch noch mit diesem scheiß Urheberrecht, was mich eh schon total abfuckt. Was auch sehr viele andere YouTuber und generell eigentlich allen abfuckt. Ich finde, meiner Meinung nach sollte man sich um wichtigere Sachen kümmern, die in der Welt passieren oder die in Deutschland passieren und nicht wegen so etwas. Was ich momentan sehr viel auf YouTube gesehen habe und was ich auch richtig, richtig gut finde, dass sich sehr, sehr viele YouTuber auch einsetzen oder generell voll viele einsetzen, dass es nicht passiert. Und viele YouTuber, auch große YouTuber, dass sie einfach ihre Reichweite nutzen. Ich kann, wie gesagt, nicht allzu viel dazu sagen. Was ich halt nur sagen kann, dass ich es genauso scheiße finde wie viele andere und dass ich auch dagegen bin. Und ich bin der Meinung, man sollte jeden Menschen so leben lassen, wie er das meint. Natürlich unterstütze ich keine YouTube-Videos, wo Tiere gequält werden oder sonst irgendwas. Ja, das sollte natürlich gesperrt werden oder andere Kanäle, die wirklich Sachen hochladen, die niemand sehen sollte oder die einfach ganz ekelhaft sind. Das gehört natürlich nicht auf YouTube, aber mein Gott, Leute, nur weil einer Spaß hat, YouTube zu machen. Aber muss das sein, dass man das den Leuten wegnimmt, die gerne YouTube machen, die gerne YouTube machen wollen, Newcomer, die noch nicht so viele Follower haben? Lasst die doch ihr Ding machen. Schreibt doch gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Was sagt ihr zu Artikel 13? Wie steht ihr dazu? Und ja. Wenn ihr dagegen seid, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und schreibt es in die Kommentare. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Hoffentlich zum nächsten Video. Also ihr Lieben, Dankeschön fürs Zuschauen und ja.